damit wir bei Nummer 1 in den Top 5 der ultimativen Schlussmachliste wären. Allison Ashmore. Erst waren sie noch wie Luft. Zumindest haben wir uns nicht für sie interessiert. Aber auf einmal waren sie nicht mehr zu übersehen. Sie waren überall. Und ihnen wuchsen Brüste. Und wir wollten... Eigentlich wussten wir gar nicht, was wir wollten. Aber es war interessant. Ja, sogar verwirrend. Meine Beziehung zu Allison Ashmore dauerte ganze 6 Stunden. Die 2 Stunden nach der Schule, bevor Rockford im Fernsehen kam, 3 Tage hintereinander. Und am 4. Nachmittag... Kevin Bannister. Flittchen. Es wäre schön zu glauben, dass sich etwas geändert hätte, seit ich 14 war. Dass Beziehungen anspruchsvoller geworden wären, die Frauen weniger grausam, das Fell dicker und die Instinkte ein bisschen ausgeprägter. Aber in allem, was mir seither widerfahren ist, scheint dieser Nachmittag irgendwie nachzuwirken. All meine Liebesbeziehungen sind nur verschlüsselte Varianten jener ersten.